Sagen die irgendwie jetzt hier alter Sack zu mir, ihr? Moment, was hast du? Hast du das? Wir haben schon Papier getrunken. Ja, Quatsch. Ich hol's nach. Also ich an eurer Stelle würde jetzt nicht weiter gucken, ne? Weil hier in dem Video gibt's nichts zu sehen. Also nicht das, was ihr sonst hier seht. Also es gibt keine Berge, es gibt keinen Schnee, es gibt keine Fahraufnahmen. Es gibt noch nicht mal Freistehen hier in dem Video zu sehen. Also eigentlich ziemlich langweilig, oder? Schaltet besser ab. Ob es sich doch vielleicht rentiert, dran zu bleiben? Nach einem kurzen Intro werden wir es klären. Oh, doch noch so viele da? Dann erstmal herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Ich bin der Dirk und ja, an diesem Wochenende werden wir einiges anders machen als sonst. Ich habe es eben schon gesagt, wir fahren nicht irgendwo wild hin, sondern wir fahren in diesem Wochenende tatsächlich auf einen Wohnmobilstellplatz. Wieso und warum? Wenn das Video hier läuft, ist schon Ende Juli und ich hatte am 22.06. meinen 50. Geburtstag und habe lange überlegt, ob ich den überhaupt feiern soll. Und habe mich dann kurzfristig dazu entschieden, ein paar WhatsApp zu verschicken an gute, enge Freunde und YouTube-Kollegen. Und wer davon heute kommt, das seht ihr gleich. Ihr seht, dass Sonja nicht dabei ist. Das hat einen guten Grund. Die ist mit ihrem Auto schon vorgefahren, weil wir so viel Zeug dabei haben, dass wir das hier eigentlich gar nicht alles reinbekamen. Machen Sie hier? Ich bin zu Fuß gegangen. Du bist zu Fuß gegangen, das ist ja bei Gott gelogen. Ich glaube, das sind tatsächlich die ersten, also zumindest von der Feiergesellschaft. Jo, Stellplatz zeige ich euch dieses Wochenende mal noch in epischer Breite. Das hier ist der alte Yachthafen in Neuwied. Hier war ganz früher mal eine Bundeswehrkaserne von den Flusspionieren. Aber wie gesagt, gucken wir uns alles im Wochenende an. Ist nicht doll, aber zum Feiern reicht hier so eine Wiese. Jo, hier ist dann auch noch einiges drin, was wir ganz dringend brauchen. Vor allen Dingen kaltes Bier. Jo, ein bisschen Holz und was man so braucht. Tja, da sitzen wir hier so dumm rum, ne? Mal gucken, wer das Rennen gewinnt und als erster hier gleich eintrudelt. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, wir hatten auch die weiteste Anreise, ne? Tja, da fährt's. Tschüss. Sonnenbrille vergessen. Und ich habe gutes Wetter bestellt für dieses Wochenende. Jetzt kommen sie aber hier von allen Seiten. Da kommt wer. Und da kommt wer. Und da hinten. Sag mal, habt ihr euch jetzt irgendwie abgesprochen? Ich dachte, hier käme immer einer nach dem anderen. Wir fahren schon die ganze Zeit. Hallo. Ich bin der Dirk. Ja, ich bin Janis. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke schön, danke schön. Alles Gute zum Geburtstag. Wo ist er? Da ist er. So, ich höre jetzt mal auf mit Filmen, was hier für Geschehnisse sind, das seht ihr dann bei Dirk. Ja, boah. Ihr schon wieder. Hallo. Da habe ich mich auf ein entspanntes Wochenende gefreut. Hätte ich gewusst, dass du hier bist. Ja, ich bin quasi, um mich geht's. Um dich geht's.
Nochmal und so, ne? Dankeschön, Dankeschön. Wei, 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 alles Liebe nochmal nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Hallo. Ups. Bin ich ansteckend. Ja, ich bin ich auch durchgeirrt. Birgit. Kennenzulernen. Ja. Ich hab das komplette Tal durch und schon. Jo, die ersten wären dann schon mal da. Also schöne Gegend. Ja, ja, absolut. Den hat nicht gestellt. Kennt er auch, ne? Da kommt der Nächste. Macht denn der hier? Macht denn der hier? Na komm, traust dich eh nicht. Er redet und keiner versteht ihn. Willst du hier? Hast du dich verfahren? Ja, ich wollte eigentlich nach Graubünden zu Jens, aber... Ja, Jens ist da. Beides ist irgendwie falsch gelaufen. Irgendwie? Ja. Hätte ja so gern mal gewonnen, aber du hattest ganz schön Vorsprung. Also, aber deine Wolke war gestern schon da. Ja, ja, die hatte ich schon mal. Die hattest du schon mal vorgeschickt. Vorhut muss sein, ja. Immer Kai, das Auto ist schon verkauft, pass auf. Guten Tag. Guten Tag. Der Preis für die weiteste Anreise geht dann tatsächlich an diesen Bruder hier. Hey, überhaupt das Wichtigste, was wir hier heute zu sehen kriegen. Das ist der Hund. Ein Hund? Hey, na? Ladies first. Hey, okay, Servus, hallo. Na, ihr auch? Guten Tag. So lange wie er lebt. Hey, wir haben es geschafft. Na? Na? Weil ich habe einen riesen Fleck auf dem Objektiv, siehst du? Wo denn? Da. Wovon? Keine Ahnung. Oh. Glückwunsch. Was hast du? Hast du auch einen Fleck? Aber ich, schau mal. Also ich habe es tatsächlich ohne Probleme geschafft, die 5 Kerzen auszupusten. Die Szenen seht ihr dann bei Travel Camping Living auf dem Kanal, weil die zweite Kamera von Avanti on Tour war leider nicht parat. Aber irgendeiner muss ja den verdammten Tisch aufbauen. Das ist richtig. Ich habe dann jetzt mal ganz vorsichtig gefragt, wie das hier mit Kaffee aussieht. Aber jetzt kommt die Tasse aus Norwegen. Da ist er. Dass keiner mehr drauf sehen kann. Ja, Kuchen gäbe es ja auch. Ich dachte, du hättest jetzt Kuchen aufgeschnitten. Hast du dir nur ein Stück abgeschnitten? Oh, das ist so gemein. Birgit, tu was. Moment. Wir haben uns ja nur gehört, noch nicht gesehen. Nochmal alles Liebe. Dankeschön. In welche Kamera muss ich jetzt gucken? Guckt euch das mal an, der kriegt ein Geschenk. Weil so viel Speicherkapazität. Ja, so schwarz sind die nicht. Doch, die Speicherkarte ist gleich voll. Ja, ich lese gleich, Birgit. Da sind übrigens schwarze Würstchen drauf. Ja. Das ist der Unterschied, ne? Wer hat das hier zugeknotet, Birgit? Ja, das habe ich mir gedacht. Ich habe die Schere. Das ist so, wie wenn ich was verpacke. Das ist dann ordentlich, das hält. Genau, wir sind ja losgehen unterwegs. Ich filme nicht. Das ist gut. Umdrehen, umdrehen. Schwarze Wurst. Ich habe so eine Idee. Kochschürze. Oh, ihr seid doof. Das ist jetzt das Gemeine. Dürfen wir lachen? Also. Das ist ja. Das steht. Guck mal, ein schönes Bild. Oh ja. Der ist doch nur blöd, oder? Ja, sowas von. Da steht lieber Dirk, da fängt es schon an. Vielen, vielen lieben Dank euch beiden. Ja, also das okay, aber das ist... Aber wir kommen. Ja, das ist schon schön. Also wenn ihr euch jetzt fragt, was er geschenkt bekommen hat, außer der Schürze. Ein Whisky-Tasting. Ja, für den Liebhaber von lieblichen Wein. Oh, 4-mal trockenen. Haben wir dir auch mal einen kleinen... Oh, leg mich am Arsch.
Na, Auslese. Von unserem Winzer. Von unserem Winzer in Wittlich. Ne? Oh, ist das Glühwein der Gute? Nein, nee, der Glühwein ist nicht nett. Dabei. Da machen wir hier aus. Vielen lieben Dank. Lass ja, es euch schmecken. Vielleicht ist ja dein neuer Wein. Ist auch. Ja, liebliche Wein, da kannst du eigentlich bei mir nichts falsch machen. Auch einen Feinherben trinke ich gern. Also der ist. Oh, eine Auslese, leck mir mal. Der ist extra wegen der Wittlicher Kirmes, weil die ausfällt. So, ich besorge dann schon mal für uns alle die Anmeldebögen. Bitte hier entnehmen. Machen wir doch mal. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Steht da noch? Bitte notieren Sie zusätzlich Ihre Rufnummer auf den Anmeldeumschlägen. Ne, das macht Sinn, falls mal was ist, ne? Gut, nehmen wir mal mit. Kann ja nicht gegen meine Natur. Er kann einfach nicht aus seiner Haut raus. Irgendjemand hat meine Travel Camping Living Schilder gedreht. Und jetzt verteilt er da noch den Dreck. Nein, ich hab da einen feuchten. Ist Haftpflichtfall, glaube ich. Ja, das ist rundum. Kannst du nicht ändern. Sag mal, geht's jetzt noch? Haben wir vielleicht Jens noch mit der Kamera? Jens, komm mit deiner Kamera, Kopfverdammi. Ich komm auch noch. Man sieht dich so selten arbeiten, da muss man festhalten. Hey, Emmy, hast du Geburtstag? Ja? Guck mal. Lass mich raus. Sehe ich das da richtig? Hey Dirk! Boah. Nein, hast du ein schönes Geschenk? Guck mal, tolles Geschenk! Hey. Und das Papier, da habe ich ewig gesucht für. Das war gar nicht so einfach. Es gibt in der Schweiz nur 49. 50 war. Das ist ein Lügenbold. Gar nicht zu kriegen. Lass das schmecken. Unglaublich, der Typ. Ey. Das nennt man Nachhaltigkeit. Das nennt man Nachhaltigkeit, ja. Das ist wirklich. Kai macht nichts. Macht nichts, ohne dass er den Gewinn hat. Ich hab's mir schon gedacht, aber. Alter? Ja, meinst du? Hab so eine Idee. Es gluckert. Und es ist eine harte Verpackung im Runde. Ja, die Verpackung ist der Hammer. Ja, da richtig schön. Da richtig schön. Andersrum. Aha. Oh. Das klingt gut. Klingt nach Whisky? Nein. Nein? Mm-mm. Aus Guatemala. Ich meine, ich kenne mich ja mit allem aus sonst, ne? Aber dann nicht, ne? Damit. Oh ja. Ich habe gefragt, was nicht ganz so kratzt im Hals. Das war dann die Antwort. Lieblichen Ruf. In der Schweiz auch gekauft, nicht in Deutschland. Oh, in der Schweiz. Oh, genau. Nicht verzollt. Natürlich. Perfekt. 23 also Jahre alt. Drin, aber das ich würde aber sagen, das ist jetzt wirklich nichts, um mit Timo nein. Am Lagerfeuer nein. Ein. Auch nicht mit uns, den triffst du in Ruhe alleine. Und nee. Also alleine lassen wir weg. Ein Rösch. Du bist ja gerne in Graubünden. Immer. Oh. Ob der Wein süß ist, kann ich nicht sagen. Vielen lieben Dank. Aber probierst du mal. Auf jeden Fall. Wenn der Wein nicht süß ist. 14%. Das ist aber schon. Du bist ja gerne mal. Okay. Tourist. Aber, also, das sind wahre Freunde, die mir Schokolade schenken, die ich nicht mit Sonja teilen muss. Ne? Das ist aber nur jetzt die erste Hälfte. Die zweite Hälfte. Du machst den Rösti morgen früh. Das sind nochmal Geburtstagsgeschenke. Rösti zum Frühstück. Also, ich hätte nichts dagegen, wenn du die Nur einfach ein Rösti. Es gibt schon einen mit Käse und Ei. Oh. Hey! Ja, da freue ich mich morgen früh drauf. Das ist schön, da packe ich es wieder weg. Danke. Jo, ein Platz wäre noch frei. Hier. Aber der fehlt noch. Gut, der hat aber auch eine ziemlich weite Anreise, der da noch fehlt. Die Hunde vertragen sich auch. Ja, so wird das hier die nächsten Tage abgehen. Also ich sag ja, hier in dem Video passiert nicht viel. Schatz, guck mal, der Kai hat noch Silvi-Gläser für uns. Oh, wie nett. Hey!
Das ist ja der Hammer. Da hinten ist auch noch was. Guck mal. Ganz viele Pakete. Ich will eine ganze Woche Essen dabei hast, dass du immer überladen bist. Oder was anderes. Ne? Wasser, das ist wichtig. Ich lasse ja. Ich weiß, ich wusste. Ich würde jetzt tatsächlich mal den PayPal-Spendenlink von Kai hier einblenden, ne, dass der Junge mal neue Schuhe kriegt. Aber ich werde es mir schenken. Ne? Also unten in der Infobox findet ihr unseren PayPal-Spendenlink. Vielleicht ist dann noch irgendwann was übrig, um dem Jungen mal ein paar neue Schuhe zu kaufen. Euro. Ja, was ist denn da alles drin? Ist das Verschiffen und die Flüge und die Hotels? Ist das alles schon drin? So, heute mal keine Werbeverkaufsveranstaltung für Fennec, sondern wofür, Kai? Sportbude.de. Sportbude.de. Wir packen mal wieder den Schwenker aus. Und Schwenker, der Hund. Hm, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Hier wird heute das. Das Aroma, ja. Ja, gut, ich mache ja das Aroma durchs Feuer. Ne? Jo, da holen wir mal die Holzkohle raus und dann fangen wir mal an. Ne? Grillen wir auf Holzkohle oder auf Holz? Holz. Ja, Gott sei Dank. Jetzt kommen auch noch Würstchen aus Thüringen. Also nicht die drei Würstchen, die da drin sitzen, sondern Thüringer Bratwürstchen. Ja, jetzt wären wir komplett. Ihr habt das Feuer gerochen, ne? Das, was Feuer anhaben. Was? Da hörst du doch gar nicht. Ich sag, der Quoten-Ossi muss ja hier noch dabei kommen, ne? Das Beste kommt zum Schluss. Richtig. Sagen die irgendwie jetzt hier alter Sack zu mir, ihr? Wir haben schon Papierchen getrocknet. Ja, Mann. Ich hol es nach. Ich bin geimpft. Das ist der Kai übrigens, falls ihr den nicht. Wer bist du? Kai. Keine Ahnung, ich hab das vergessen. Wer bist du? Schön, habt ihr das auch geschafft, Mann. Ja, wir mussten noch mal schnell zu halt ein bisschen Zahnwasser kaufen. Noch weiter, noch. So, wir haben jetzt noch einen ausgewiesenen Fachmann am Grill. Ja, durfte er schon mehrfach unter Beweis stellen. Wenn die Würstchen gleich kotzen, weil ihnen schlecht wird, ne? Und Markus muss jetzt irgendwie gucken, dass er daraus was Gescheites macht. Wir aber hätten noch eine Zange. Wir haben auch eine Grillzange, Markus. Ich hab Finger. Ja, nee, bitte. Ich bin noch im Grill. Tatsächlich brauchen wir Leute, die davon Ahnung haben. Ja. Sehr gut, Walter. YouTuber am liebsten. Nee, wir müssen ja filmen. Wer auch immer. Oh, also wir haben schon echt denkwürdige Grill-Sessions erlebt, aber das, was Markus hier heute Abend vom Besten gibt, ist der Oberhammer. Markus, sag das in die Röster oben. Ja, aber deswegen muss man das nicht in die Glut schmeißen. Soll, ne? Ich dir Markus jetzt in Schutz nehmen? Nein. Ein gutes Steak muss gekratzt werden. So, so langsam wird es hier. Alles? Ich muss rausholen, was ich mit das ist. Wann wirst du denn jetzt eingeschult? Alles in den Thermomix. Das ist ein Thermomix. Also wir haben dann viel Obst und so. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann mal zum Einwecken kommen. Jo, die erste Runde wäre dann jetzt, oder sagen wir mal generell, das Essen wäre jetzt erstmal beendet. Da hinten haben wir die Abendsonne. Wunderbar über dem Betonwerk. Und jetzt bauen wir mal den anderen Grill auf, weil das wird jetzt langsam kalt. Und da müssen wir uns ein bisschen wärmen. Und ich dachte schon, wir wären fertig. Ja, alter Falter. Schatz, Schatz, wir brauchen zwei Schüsseln. Wenn man mal nichts Böses denkt, passiert das. Ich finde das nicht so böse. Nachtisch und Christian Finger weg. Der Topf ist meiner. Ja, es ist einfach jedes Wochenende wieder faszinierend. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier an Willi.
Aber wir werden hier gerade fast gefressen von Junikäfern. Kenne ich so gar nicht. Maikäfer kenne ich. Uah. Hier gehen wir jetzt mal so langsam zum Wesentlichen. Ich hab schon ein Glas in der über, Hand. Ja, du hast da Glas in der Hand. Bedien dich, was du möchtest. Egal was. Ja, kannst du auch alles zusammenschütten? Nee, also eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. No? Kleine Auswahl aus der Hausbar. Aber wirklich nur eine kleine. Aber wie? Jetzt haben wir auch eine Beleuchtung hier an der Bar. Das Video ist aber noch nicht online, wurde das ausgepackt hast. Nee, das habe ich erst letztens. Das ist total eigentlich. Was ist denn das? Da ist das Stockbrot. Du hast den Löffel noch erreicht? Ja. Bobby, das gemein war überall. Hast du gerade alter Dirk? Sack gesagt? Nein. Kauf dir mal eine neue Hose, wo du wieder aussiehst. Guten Morgen, Dirk. Guten Morgen, hatte ich eben schon gesagt. Die habe ich so gekauft. Ist klar. Wahrscheinlich noch für teuer Geld. Das ist meine Lieblingshose, die schmeiße ich nicht weg, nur weil sie kaputt ist. So einer bin ich nicht. Nee, ich verkaufe auch nicht einfach mein Van. Moin, Herr Schlafkonzept. Moin, moin. So. Hier werden schon Fahrräder repariert. Danke fürs Wischen, Christian. So, da wird jetzt mein Geburtstagsgeschenk noch zubereitet. Tja, Jens, da musst du jetzt durch. Ach komm. Ja, das, was ich am Morgen mache, ist Kartoffeln schälen. Das ist echt prima. Jo, könnte dich schlechter treffen. Aber für dich mache ich das gerne. Ach, danke. Was ist da so interessant? Nix. Nix. Schon Kost. Schon Kost. Fettarm. Ja, fettarm, wir können uns das hier erlauben. Da ist ja noch eine Kartoffel zum Reiben. Scheibenkreisverbrauch. Irgendwie reicht ja eine Röschli. Na, deine jetzt? Ja, ich krieg eine eigene. Kriegst eine eigene? Was kann denn da? Mit Schale drin. Ja, ist egal, mach ruhig. Hey, ich hab das gesehen. So. Das, ja. Köche machen sowas. Ja, hier wird schon wieder die nächste Technik aufgebaut. Junge, 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 Junge. Aha. Ah ja. Na gut. Es wird so langsam hier. Es wird so langsam. Ich habe das andere jetzt auch noch hier. Rein integriert. Und gleich kommt hier noch der Käse. Decken anstellen, los geht's. Der bereitet die Sandwiches auch selber zu. Aha. So, jetzt kommen denkwürdige Ereignisse. Emmy lernt den Co-Piloten kennen. Mal gucken, wer jetzt gefressen wird. Tja, ich glaube, Freunde werden die zwei nicht in diesem Leben. Hm? Der arme Crewpilot. Man hätte es ihm ja jetzt nicht zugetraut, aber das sieht richtig gut aus, was er da gemacht hat. Und vor allem nicht schwarz.
Ja. Danke. Ich weiß schon, warum ich hier sitze. Ah, so langsam füllt sich's. Gar nicht gestellt hier. Nee, nein, hier gibt es keine gestellten Fotos. Alles Gute zum Oh, wirklich. Soll ich dir eine Kerze bringen? So muss das sein. Der Rest für alle. Oh, guck mal da. Du kriegst nichts. So, wie viel müssen wir da? Das sieht lecker aus. Ich mag das ja nicht, wenn er mir im Nacken sitzt, ne? Aber in der Sonne war es ihm jetzt dann doch zu warm, ne? Mach ruhig, mach, dann ist Ruhe. Dann musst du dir aber einen anderen Deppen suchen. Hm? So schnell findet man die nicht. Richtig, also. Bleibt man bei dem, was man hat. Sei brav. So, nach einem anstrengenden Vormittag ist jetzt doch etwas Lagerruhe getreten. Jo, die Ersten müssen jetzt schon wieder Abschied nehmen. Nicht, weil sie die weiteste Rückreise haben, sondern weil sie noch tiefer jetzt nach Deutschland reinfahren. Jens und Alice wollen heute noch nach Duisburg. Herr Doktor, Dankeschön, dass ihr hier wart. Ja, danke für die Einladung. Ja, selbstverständlich. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Das schöne Neuwied zu besuchen. Naja, Neuwied ist jetzt nicht so, aber... Ja, ist doch hier. Wunderbar hier. Hier ist doch ganz nett. Da stehen die drei Damen vom Grill. Alice, danke für deinen Besuch. Ja, danke dir für die Einladung. No. Klar. Tschüss, Walter. Nix da, ich bleib noch. Vergiss nicht, keine Chance. Schade, ich dachte schon. Birgit hätte ja noch was bleiben können. Na klar, macht's gut. Jo, für die nächste Tour werden wir mal die Kamera wechseln. Nehmen wir mal wieder die kleine GoPro mit. Und jetzt geht es noch mit ein paar Scootern Richtung Neuwied. Mal hier den Touristen den Deich zeigen und die Deichmauer. Oh, gucken wir mal. Ne? Was filmst du mich? Ich bin froh, dass ich das nicht gefilmt habe, was du gerade gesagt hast. Ältere Herren. Hat Walter als älteren Herrn bezeichnet. Er hat gesagt, mit älteren Herren. Mit einem älteren Herrn. Das ist Plural. Da warst du mit dabei. Singular. Ihr seid still. Ja, und wie soll ich jetzt da vorbeikommen? Du zuerst. Hier geht es erstmal nicht mehr weiter, weil hier kommt die Wied dazu, ja, da rechts von mir. Und ja, ganz schön gut Wasser im Bach. Und leider im Moment viel zu viele, die den Rhein zum Baden nutzen. Jede Woche hier Unfälle, leider auch tödliche Unfälle. Also der Rhein ist tatsächlich kein Planschbecken. Quatsch dann da dazwischen. Amerika und sonstige Länder. Dabei kommen wir heute natürlich. Er redet ein. Also es ist. Wie kann man nur so viel dummes Zeug reden, ne? So, heute gibt es mal die Paketauspackerei von Travel Camping Living exklusiv bei Avanti on Tour. Keine Ahnung warum, aber. Er hat wieder ein Riesenpaket. Kreativbrauerei. Fragil. Da sind doch bestimmt wieder Bierflaschen drin. Ein Paket auf den Schenkeln. Machen wir mal auf. Komm.
Nee, das ist das gar nicht, Dirk. Nein? Da ist Bier drin. Nee. Da ist Bier drin. Aber das ist nicht das, was ich dachte, dass es ist. Sorry, Dirk, das ist gar nichts für dich. Ja, ich meine, du kannst mir gerne helfen dabei, das zu trinken und zu kühlen. Ja. Aber ist nicht schlimm. Das andere Paket fehlt dann noch. Jetzt macht er schon wieder ein Paket auf. Bist ruhig, da ist auch was für dich drin heißt. Dann mach. Wenn du rummaulst, kriegst du nichts. Gut, kann ich auch mitleben. Kannst du gar nicht. Natürlich. Nein. Doch. Nee. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja, du kriegst die Drehbeine. Also hiermit übergebe ich das Ding an Dirk. Dankeschön. Bitteschön. Das ist schon mal weich. Ja, Thomas, und wie du siehst, ich habe das nicht mehr eingepackt in Geschenkpapier, denn ich besitze keins. Sorry, aber macht nichts. Oh oh. Dirk, der Banause, reißt es auch so auf. Oh oh. Bestimmt das gleiche. Eine Schürze. Tja, die Schürze habe ich jetzt zweimal. Dankeschön, Thomas. Da auch nochmal danke. Einmal für vorne und für hinten. Ja, da hinten hängt sie nochmal. Jetzt guck sich meiner an, wie das jetzt hier aussieht. Und Dirk macht jetzt hier gleich sauber, denn sonst macht's ja keiner. Ich kann dir mal sagen, was du mich mal kannst, mein Freund. Gern ja. Haben. Sprich. Aber zumindest kriegen wir das Feuer an heute Abend. Weißt du, da kriegt Dirk einmal ein kleines Paket und macht so eine Sauerei. Selbst da unter Walter. Walter hat unter sich, also haben wir schon wieder unter sich gehen lassen. Gottes Traum, du kommst dran. Ich bin eigentlich betrunken. Gottes. Noch nicht. So, wird auch mal wieder gegrillt. Heute natürlich wieder in bewährten Händen. Nachdem wir gestern die Praktikanten haben grillen lassen, grillt dann heute wieder der Meister. Also ich natürlich. Ne? Und, wird auch werden. Was ist zweideutig? Ja, komm her. Kleines Match am Feierabend. Bitte was? Kleines Match zum Feierabend. Am Ende. Ja, auch heute Abend haben wir wieder unsere Trinkerecke schön eingerichtet. Und die müssen dann irgendwann hier rüberkommen.